als Obaschinski auf dem Bau. Sei so schlau, dir seine Handwerker-Tischer anschau. Heute Pelz. Hallo, hier ist wieder euer Heinz. Heute geht es um den Pelz. Und zwar nicht um den pelzigen Geschmack auf der Zunge, den man morgens hat, wenn man leicht getrunken hat, sondern um den Pelz, damit uns warm wird. Aber da wir selber keinen haben, müssen wir den holen. Und dafür habe ich mal heute die Lisa mitgebracht. Und der geht's nun an den Pelz, damit ihr mal sehen könnt, wie das ist, damit uns warm wird. Das war natürlich nur ein Scherz, das machen natürlich nur die Chinesen und schicken uns das als Pelzimitat her. Wir haben dafür natürlich ein anderes Tier genommen, das nicht so süß ist wie unsere Haus- und Hundkatze. Aber Obacht! Bevor wir den Pelz quasi als wärmendes Material um unseren Körper schmiegen, so zum Beispiel, ist es wichtig, dass wir das Tier vorher töten. Ansonsten, man sieht ganz klar und deutlich den Gefahrenpunkt. Und dann wären wir auch fast soweit. Im Grunde genommen können wir alles, was an Tieren so ist, einfach abschlachten und zum Hals hängen. Außer Vögel, weil die haben ja Gefieder und wir wollen nicht in den Süden fliegen, sondern wir wollen, dass uns hier warm wird. Also fangen wir zunächst einmal an. Nehmen wir mal an, das Tier ist tot. Hätte das jetzt zum Beispiel hier so gespreizte Klauen, nach jüdischem Glauben, könnte man das Tier auch ohne Betäubung aufschlitzen. Das wird nichts merken. Aber es handelt sich hier um, naja, sagen wir mal, so einen Pelztiger. Da sagen wir mal, der ist betäubt. Und nun geht das auch los, da schlitzen wir das Tier einfach mal von oben nach unten auf, ne? Und wenn das Ganze dann hier so rauspitscht, tja, da ist das Tier zwar nackig, aber, et voilà, wir haben einen schönen Pelz. Ja, und dann ziehen wir das über und dann ist uns auch schon warm. Natürlich klebt ein bisschen Blut dran, aber da wollen wir mal hinwegsehen. Denn wenn wir ehrlich sind, die Tiere, die für die Pelzzucht aufwachsen, das ist so erbärmlich, da kann jedes Tier froh sein, dass es tot ist und uns wird warm. Eine runde Sache im Grunde genommen, oder nicht?